ich engagiere mich unheimlich gerne in diesem tollen Amt, weil ich mit meinem gemeinsamen Team in der Jugend unheimlich viel bewegen, gestalten und auch verändern kann. Ich bin im Hauptberuf Sportjournalistin, also befasse mich schon seit Jahrzehnten mit Sport und habe jetzt auch die Chance, meine Kompetenzen praktisch in meiner Freizeit im Ehrenamt einzubringen. Und diese Kombi macht mir unheimlich viel Spaß. Mit 7 habe ich mal nachgeschaut, hatte ich mein erstes Ehrenamt und seit jeher eigentlich irgendwie immer gerne da mit tätig. Es macht total Spaß, mit den Frauen wirklich auf Augenhöhe zu sprechen. Und das ist eine ganz neue Erfahrung. Und von daher kann ich das wirklich nur jeder Frau empfehlen. Wir Frauen haben durch unser Geschlecht eine andere Art und Weise, an Themen und Herausforderungen ranzugehen. Ich glaube, wir brauchen eben beide Geschlechter, optimalerweise, wie wir es im Moment im Präsidium, WLSB-Präsidium fast schon haben, paritätisch besetzt. Dann, glaube ich, erreichen wir das optimale Ziel gemeinsam. 50% der Gesellschaft können sich nicht davonstehlen, möchte ich einfach mal so brutal sagen, sondern nicht nur einfordern, jammern, klagen. Es gibt Wollen und Tun, das Tun ist stärker. Es ist einfach wichtig, dass Frauen und Männer gleichberechtigt an einem Strang ziehen. Und der Sport bietet da einfach sehr gute Möglichkeiten, Begegnung auf Augenhöhe. Auch Frauen können sich auf die Hinterbeine stellen und sehr viel bewegen, wenn sie möchten. Ich glaube, es gibt auch noch Frauen in unserer Gesellschaft, die durch ihre Sozialisation und ihre Vita noch keinen Zugang zum Sport haben. Und genau deshalb engagiere ich mich für diese Frauen. Wir sind ganz viele Frauen, die in die Übungsstunden kommen, aber im Ehrenamt sind es ganz wenige. Und da bin ich einfach eine Kämpferin dafür, dass sich mehr Frauen engagieren sollten. Es ist total wichtig, sich für Frauen zu engagieren im Sport, da sie sich oftmals nicht so viel zutrauen wie Männer. Männer stehen dahin und sagen, ich bin hier, und Frauen müssen 5-mal angestupst werden und ich möchte eine dieser Anstupserinnen sein. Frauen sind immer noch in der Minderheit und das finde ich extrem schade, denn ich glaube, gerade wir Frauen haben unheimliche Kompetenzen, die auch an vielen Stellen zu wenig zur Geltung kommen und im Sportsystem fehlen. Und deswegen ist es unheimlich wichtig, dass wir Frauen noch mehr werden im organisierten Sport. Ich kann den Frauen, die sich vielleicht engagieren wollen, nur so ein bisschen als Tipp geben, dass es auch unheimlich toll ist eigentlich für die Persönlichkeitsentwicklung, wenn man sich engagiert. Man hat die Chance mitzugestalten. Gerade jetzt bei uns im Frauenbad ist man natürlich mit Frauen zusammen, die gleiche Ziele verfolgen. Und wenn man, wie gesagt, an einem den berühmten Strang zieht, kommt auch was Effektives denn dabei raus. Ich finde, fast für mich ist wichtiger, sich als Frau im Sport zu engagieren, nicht unbedingt jetzt für Frauen, sondern dadurch, dass ich da Dinge tue, Dinge vorlebe, Dinge mache, kann ich auch als gutes Beispiel für andere fungieren und inspirieren und einfach zu sagen, macht es doch auch. Das kann man doch natürlich von Frau zu Frau viel besser sagen. Du kannst viel bewegen, du kannst was tun und du kannst einfach mitentscheiden. Und das ist total wichtig, auch für uns Frauen. Es gibt so viel zurück, wie wir es, glaube ich, in gar nichts anderem kriegen. Einfach machen, einfach etwas bewegen, gemeinsam handeln. Dann haben wir Frauen eine gute Chance, unsere Themen auch in die Sportstrukturen einzubinden. Frauen sind was Wunderbares, ja. Wir müssen das aber der Welt noch ein bisschen mehr zeigen. Ihr werdet viele, viele schöne Stunden und viele neue Freundinnen und Freunde gewinnen. Wenn ihr noch kein Ehrenamt habt, dann schaut euch doch mal einfach um, was es in eurem Verein, in eurem Verband, in eurer Sportart generell eigentlich zu tun gibt oder was ihr schon immer vielleicht auch machen wolltet oder was ihr auch vielleicht professionell macht und vielleicht dann noch irgendwie ergänzen könnt. Deswegen Frauen auf. Sag ich mal, kriegt den Hintern hoch, macht was miteinander, weil es ist wirklich was ganz, ganz Tolles.